Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir fahren gerade an einem VW-Bus vorbei, finde ich total toll. Ja, und düsen hier Richtung Stahlfabrik, glaube ich. Ne, Baumaterialfabrik. Bringen dort ein wenig Gestein hin, das verarbeitet wird. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern es wird unter anderem um die Emissionen gehen. Da gibt es einige Neuigkeiten. Das erste, was wir allerdings machen wollen, ich habe uns hier in Betzenstein einen Bahnhof gebaut mit Gleisen, die zeige ich euch gleich. Beginnen möchten wir hier allerdings mit der neuen Linie hierfür, die wir von dort nach dort führen. Und die nennen wir LKW Betzenstein Maschinen. Die werden nämlich hier verteilt, beziehungsweise sollen hier verteilt werden. Wir kaufen mal direkt zwei Fahrzeuge. Da ich immer wieder vergesse, was hier 12 und 60 km/h. 11 und 16, okay, ist das der bessere. Zwei Stück wollte ich kaufen und die sollen dann auf die Linie LKW Betzensteinmaschinen. So. Und die sind direkt startet. Sehr schön. Dann brauchen wir eine zweite Linie. Und zwar habe ich, wie angekündigt, den Bahnhof hier etwas erweitert. Ich habe es so gemacht, dass ich diese Gleise hier nicht zum, dass sie nicht zum Bahnhof dazu gehören. Das heißt, ich habe hier was weggerissen, habe zwei Gleise hier hingebaut, die Sachen hierher gebaut, die beiden Gleise wieder abgerissen und die wieder normal verbunden. So gehört dieser Teil und dieser Teil zum Bahnhof und die beiden Gleise eben. Er könnte theoretisch mit hoher Geschwindigkeit durchfahren werden. Warum der hier das gerade nicht macht, kann ich jetzt nicht sagen. Man kann sich doch irgendwo Geschwindigkeit anzeigen lassen. Da. Geschwindigkeitslimit ist eigentlich 120, also keine Ahnung. Irgendwo wird es dran liegen. So, auf jeden Fall bauen wir eine neue Linie. Das machen wir hier. Von diesem Gleis. Das ist Gleis 3. Ja, das passt. Ach. Diese Linie hier. So, und da von hier aus geht es zu diesem Bahnhof. Mit dieser tolle Farbe nicht mögen, nehmen wir dafür mal ein dunkles Grün. Ja, da wollen wir Maschinen transportieren. Jetzt müssten wir, ne, wir nehmen lieber, auch wenn das ein sehr weiter Weg ist, dieses Zugdepot, kaufen uns einmal. Was haben wir denn? Dieselloks. Oder wir haben elektrische Loks. Nehmen wir ruhig diese hier erstmal, fügen die hinzu. Und Waggons brauchen wir diese hier, glaube ich, ne? Maschinen, ja genau. Deckte Güterwagen 120 km/h. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele wir brauchen. Wir starten mal mit 8 Waggons. Das soll dann auf. So, die heißt noch Linie 1, ne? Okay. Kann der starten? Der kann starten. Ja. So, die Linie möchte ich gerne verwalten und umbenennen. Das ist Maschinen für Betzenstein.
Ja, ich würde euch ja gerne die neuen Gleise zeigen, aber jetzt den ganzen weiten Weg mitzufahren macht auch nicht so viel Sinn. Da kommen wir dann gleich mal dazu springen. So, Emissionen. Das Problem der Emissionen kann man, glaube ich, auf diesem Bild jetzt schon wunderbar sehen. Es fahren hier nämlich auf diesen Strecken viel zu viele Fahrzeuge und wir haben viel zu viele Haltestellen. Das werden wir jetzt mal als erstes einschränken. Wie machen wir das am schlauesten? Bus-Eschwege. Wenn ich die Linie lösche. Wie können wir die überhaupt löschen? Linie verwalten und dann hier genau. Fahrzeuge auf der Linie. Okay, dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir Busse. So müssen wir es machen. Bus-Eschwege. Diese vier Routen. Alle ins Depot schicken. Die sind ja noch recht. Achso, stopp. So. Alle ins Depot schicken. Die sind ja noch recht neu. Das gleiche machen wir jetzt hier mit den Trams in Eschwege. Auch die schicken wir alle ins Depot. Und jetzt müssten wir diese Linie hier doch löschen können. Perfekt. So, Tram müsste hier, genau. Tram-Eschwege, beide. Weg. Das war aber nur der erste Schritt. Da müssen wir natürlich auch noch unsere ganzen Bushaltestellen entfernen. Brauchen wir nicht mehr. Oder was heißt nicht mehr? Wir werden einige brauchen, aber ich weiß noch nicht, an welchen Positionen. Und auf jeden Fall weniger. Mensch, wenn man das sieht, wie viel Haltestellen ich gebaut habe. Ja, ich hab's. Also meine Idee hinter dem Ganzen, das sollte ich vielleicht zu meiner Verteidigung vorbringen, war das Ganze halbwegs, wie ich finde, realistisch darzustellen. Jetzt scheint das Ganze in diesem Spiel, das ist eine Bus-, eine LKW-Linie, etwas anders zu funktionieren. Sind noch welche? Hier noch. Und hier, oh, jetzt haben wir fast alle. Und euch beide noch. So, was wir jetzt brauchen, also wir haben jetzt, glaube ich, alle Haltestellen außer beiden zerlegt. Na gut, wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, das könnte halbwegs passen. Ja, die Station deckt da alles ab. Die deckt alles auch nicht, aber halbwegs gut. So, was wir hier jetzt schon mal eigentlich mehr oder weniger gut haben. Jetzt muss ich mal eben schauen. Diese Overne. Ich denn jetzt blöd? Straßenverkehr, Station, Güter, Reiseziel. Landnutzung, das hier brauchen wir. Also, was wir wollen in der Nähe des Bahnhofs Geschäftsgebäude und keine Wohngebäude. Das heißt, das, was wir hier jetzt zum Beispiel sehen, kommt weg. Das hier sind Industriegebäude, auch die wollen wir hier nicht. Das heißt, wir reißen die jetzt alle ab und warten darauf, dass die... dafür sollten wir vielleicht das Ganze mal pausieren.
an den Stellen neu spawnen, wo wir es haben möchten. Hier ist geschäftsruhig. Okay, aber hier wollen wir größtenteils Wohnhäuser. Das heißt, das ist schon mal ganz gut, mal abgesehen von diesen Sachen hier. Dazwischen. Ja, es ist halt schwierig hier jetzt genau die Grenze zu ziehen. Ich glaube, das hier nehmen wir noch mal komplett als Geschäft. Ja, da noch ein gewerbliches dazwischen. So, jetzt können wir das Ganze eigentlich hier mal wieder wachsen lassen und müssen dann halt so ein bisschen aufpassen, dass nicht wieder Sachen irgendwo spawnen, wo wir sie nicht wollen. Hier zum Beispiel wieder ein Wohngebäude, das wollten wir ja nicht. Na, ihr seht also ziemlich, wo die Reise hier hingeht. Hier sind gerade noch wieder gewerbliche entstanden, ist genau das, was wir wollten. Auch hier. Sehr schön. Oh, drei neue Fahrzeuge. Noch mehr Durchgangswagen. Und ein neues Flugzeug. Die werden auch immer größer. Das weg, das weg. Ansonsten passt es, glaube ich. So, jetzt schauen wir mal eben. Bewohner ist passend. So, hier, ja, sind auch alles wieder Werbegebäude. Also das funktioniert erstmal. So, was wir jetzt möglicherweise schon sehen, nee, noch nicht. Interessant jetzt, obwohl da hier fahren immer noch viele Fahrzeuge, die LKWs, und da müssten wir dann jetzt auch noch mal wieder ran. Ähnlich wie wir das schon hier oben gemacht haben, dass wir die Routen für den LKW geändert haben. Ich werde jetzt nicht das ganze Video, keine Sorge, euch da diese Sachen zeigen, aber soll schon ein Stück weit in die Richtung gehen. Also nicht. Ich will euch halt anhand einer Stadt zeigen, wie ich das Ganze geplant habe, um dann die anderen so zu gestalten. Also diese Linie muss hierher. Das passt auch eigentlich soweit. Ich weiß nur nicht, ob ich... Naja, wenn wir den hier lang fahren lassen, haben wir halt auch nichts gewonnen. Das passt eigentlich grundsätzlich schon. Was man sich vielleicht noch mal als Frage stellen könnte, wir brauchen ja hier oben das Baumaterial. Da haben wir jetzt zum Beispiel schon wieder drei Stück an Stellen, die wir dort gar nicht haben wollen. Da ist ein Gewerbe, wo es nicht hingehört. Und auch die passen dort nicht hin. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, diese Abladestation, die wir hier haben, könnten wir eigentlich auch genauso gut, wenn nicht gar besser, dort haben. So, wenn wir dann hergehen und diese Linie, nämlich diese hier, umbauen, dass wir das rausnehmen und stattdessen die Stelle hinzufügen. Haben wir schon mal hier diesen ganzen Verkehr raus. Dann fahren die nur noch in dieser Straße
und fahren dort wieder zurück. Und vielleicht können wir das Ganze auch noch über eine Straße hier oben entlang legen. Dann können die nämlich hier reinfahren und hier wieder rausfahren. Dann haben wir den Verkehr auch hier nicht mehr. So, soll heißen, diese Station hier kommt auch weg. Und darüber hinaus werden wir jetzt das machen, was ich gerade angekündigt habe, nämlich... So. Was hier? Verlegen. Ich glaube, ich will den Hintransport auch schon nicht hier durch. Dafür braucht es dann noch einen Wegpunkt. Hier verwalten und nach dem Start müssen wir hier den hinzufügen. Und schon haben wir die ganzen LKWs, und das waren wirklich jetzt nicht wenig, die auf dieser Linie fahren, alle nicht mehr hier im Stadtbereich. So, kann man was Ähnliches an dieser Stelle machen? Das ist jetzt die Frage. Wir könnten den Punkt durchaus, so glaube ich zumindest, probieren wir das mal eben, hierher verlegen, und wir würden auch alles erreichen, was wir erreichen müssen. Aber damit würden wir ja kaum was... Na doch, wir würden schon was damit gewinnen. Und zwar... Linie verwalten, Haltestelle hinzufügen, die... Und dann löschen wir... den Mühlenweg. Nehmen die auch direkt raus. So, und diese Straße hier, jetzt sollten wir vielleicht noch mal eben upgraden. So. Und jetzt könnten wir nämlich Folgendes machen wir. Dann hier eine Straße, die wir hier unten nochmal über hier rumleiten. Mache ich denn? Wir machen es mal anders. So. Ups. So. Gut. Dann fahren die natürlich einen Umweg, aber sie fahren eben auch nicht mehr durch die Stadt durch. Ein paar Wegpunkte gesetzt, einen hier für den Rückweg und nochmal einen hier und auch hier einen für den Rückweg. So, dann nochmal die Linie hier angefasst. So, Haltestelle hinzufügen. Wo waren die Punkte jetzt gleich? Dort. In Transport Nummer 1. Und Nummer 2. So, und dann hier nach geht es dort entlang. Ja, wir bräuchten den jetzt gar nicht mehr. Ich nehme ihn trotzdem mal dazu, falls hier Straßen entstehen, noch die kürzer wären. Dann haben wir auf jeden Fall den Weg drin. So, und schon ist auch diese Route
Wenn wir uns die jetzt mal anschauen, einmal hier und einmal hier, komplett aus der Stadt eigentlich, also aus diesem Bereich verschwunden. Klar geht sie hier noch entlang, aber irgendwo müssen wir ja anliefern. Da kommen wir nicht drum herum. Jetzt können wir uns nochmal eben die Landnutzung anschauen. Also das wiederum soll dort nicht hin. Ansonsten das dort nicht. Das dort nicht. Hätten wir eigentlich da lassen können, ist egal. Das dort weg, das dort weg, das dort weg. Ja. So, das soll es dann Richtung LKWs gewesen sein. Jetzt müssen wir natürlich noch wieder Routen für unsere Busse bzw. Straßenbahnen erstellen. Und da werde ich jetzt nicht mehr so, wie wir es gerade hatten, eine Rundlinie oder mehrere Rundlinien durch die ganze Stadt erstellen, sondern wir werden das etwas anders angehen. Und zwar bauen wir eine Straßenbahnlinie, die wir, also die wird von hier weggehen, hier durch, dann haben wir hier die ersten beiden Haltestellen. Und ich würde sagen, hier hinten noch zwei weitere. Ja. So passen die Straßen eben an. Zweispurige Stadtstraße, Tramgleis, elektrisch. Upgrade brauchen wir hier. Dann fahren wir ruhig hier außen rum und nicht hier durch. So, dorthin und dann. Ja, wobei, wenn wir jetzt dort enden lassen. Ja, so können wir das machen. Jetzt bauen wir eine neue Linie von dort, die entlang geht. An der Station. Er ist eigentlich, wenn sie dort direkt drehen kann, Quatsch, dass wir dann nochmal lang fahren. Dann geht es wieder dort entlang und dann kommen wir hierher zurück. Und das ist Tram Eschwege 1. Ganz einfach und schnörkellos. So, dann brauchen wir eine zweite. Ich würde gerne noch eine Linie nämlich hier entlang führen. Und ich würde dann eine vielleicht so hier durchführen, wobei wir auch da schon wieder dann Redundanzen haben, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Dann legen wir noch eine zweite Linie, die wir hier durchführen. So. Das ist dort, das ist eigentlich genügend Abstand. Die verläuft hier durch. Hier durch. Und dann lassen wir die ruhig. Laufen, dann hat die nämlich sogar schon Anschluss zum Hafen an der Stelle. Auch da jetzt wieder die Prüfung nach den Tramgleisen. Upgrade für die Straßen, das ist einmal die hier. Die hier, die hat schon dort, dort, dort. So. Noch eine neue Linie. Von hier geht es dann dorthin, dorthin, dorthin,
Wieder zurück dorthin und wieder dort entlang und zurück in den Straßenbahnhof. Und das ist dann die Tram Eschwege 2. So, und dann gibt es noch eine Buslinie. Die startet hier. Und muss ich mal eben schauen. Die würde ich ganz gerne hier entlang. Und dann nach hier führen. Und wenn man sich jetzt mal das anguckt, wenn ich hier eine Station baue, wie riesig dieser Einzug eigentlich ist, bin ich fast jetzt noch wieder zu großzügig damit gewesen. Aber ja, wir gehen ja auch noch mal davon aus, dass unsere Stadt möglicherweise wächst. Und dementsprechend kann man das dann vielleicht auch ein wenig größer gestalten. Nach der neuen Straße fahren wir dann nochmal neue Straße an der anderen Seite entlang, genau. Das wird nämlich immer so mehr oder weniger den Weg zurückfahren, den wir hinfahren. Bus Eschwege 1. So, aber dann müssen wir hier eine Linie nochmal überarbeiten, nämlich diese hier. Da kommen wir nämlich mit den Tram, mit den Straßenbahnen nicht lang. Also nach der 4 müssen wir wieder die 5 machen, dann drehen wir nämlich da. Das sieht immer ein bisschen ulkig aus, aber naja. So, Tramstation. Wir haben hier 6 Stück. Das heißt 1, 2, 3 gehen auf Tram Eschwege 1 und die anderen 3 gehen auf Tram Eschwege 2. So, Busse haben wir hier viel zu viele für diese eine Linie. Da schauen wir mal, wo wir die anderen hinpacken. Aber wir fahren hier mit, ja, ich würde sagen, wir starten mal mit 3 auf dieser Linie. Das ist Bus Eschwege 1. Okay. Wir müssen mal schauen, wie sich das mit den Passagieren wieder entwickelt, weil es sind ja schon so einige, die wir jetzt erstmal, glaube ich, verloren haben. Man sieht das hier auch zwischenzeitlich jetzt mal. Hier fahren viele, viele private PKWs, die hier gerade nicht mehr gefahren sind oder vorher nicht gefahren sind. Da müssen wir jetzt mal eben dem Ganzen im Moment Zeit geben. Und jetzt würde ich gerne mitfahren auf der Linie Maschinen Betzenstein, das bist du. Ah, Mensch, wie praktisch. Wir fährt gerade in den Bahnhof. Dann können wir gleich die Rückfahrt mitmachen. Sehr schön. Also wir sind in Eitern Ost, laden jetzt hoffentlich Maschinen ein. Ja, es liegen auch ein paar parat für uns. Sind nicht viele, glaube ich, aber naja. Wir nehmen mit, was da ist. 29 Stück. Nehmen wir die doppelte Geschwindigkeit und los geht's. Also ich habe es hier so, ich habe erst gedacht, ob wir es hier in die Gleise integrieren, aber das ist eh schon so eng hier vorm Tunnel. Ich habe also einfach aus dem zweifachen Tunnel einen dreifachen Tunnel gemacht. Und die Gleise werden dann hier gleich im Anschluss zusammengeführt, nämlich hier. Hier gibt es auch die Möglichkeit, von dem rechten aufs linke zu fahren. Da kann es natürlich mal zu Begegnungen kommen, die man sich nicht unbedingt wünscht, aber naja. So, zweifache Geschwindigkeit behalten wir eben bei. Können wir auch mal ein bisschen die Umgebung genießen. So, vorbei an unserer Chemiefabrik, wo fleißig Kunststoff produziert wird. Geht's ab in den nächsten Tunnel, dafür zoome ich mal eben ein wenig raus und jetzt kommen wir gleich an den interessanten Bereich dieser Strecke. Hier haben wir Vorfahrt, sehr gut. So, hier geht es nämlich rechts rum hoch. Gott sei Dank. Oh, wir können sogar noch beschleunigen, so viel Power hat er. Hat unsere E-Lok. So, und fahren dann hier jetzt, ja, es ist sehr steil, aber naja, hier fahren wir Richtung Betzenstein. Und hier haben wir unseren
LKW. Unsere LKW-Abfertigung, da werden die Sachen jetzt gleich eingelagert, genau. Und die LKWs bringen die Sachen dann nach Betzenstein. So, und wir fahren wieder rum und hier haben wir jetzt dann natürlich das Gleis in die andere Richtung. Da können wir auch noch mal kurz reinschauen. Natürlich mit entsprechendem Signal hier und ja, wir müssen auch eben warten. Genau, da kommt nämlich jemand mit viel Fahrt und vielen Waggons an. Oh, neue Fahrzeuge. Oben ein sehr großes Flugzeug und ein sehr schnelles. Da jetzt hier 42 und noch ein neuer gedeckter Güterwagen, aber auch 120 km/h. Das kennen wir ja schon. Ja, und das ist im Grunde die neue Strecke. Jetzt werde ich mir über die nächsten oder vor den nächsten Folgen immer mal das Ganze hier anschauen, wie sich das hier entwickelt. Also das Erste, was ich schon sehe, hier dann viele Leute immer mal wieder zu warten. Tram ist natürlich voll. Okay, das ist also auf jeden Fall dann schon mal die Linie, die vielleicht noch eine Tram mehr vertragen könnte. So, alle. Aber nach wie vor machen die noch Minus, ne? Das ist, finde ich, immer noch interessant. Weiß nicht, was man mit den Tramlinien machen muss, dass die lukrativ werden. Uiuiui. Also das hier sind alles die, die in Richtung Bahnhof wollen. Das heißt, die steigen ja mit am letzten zu oder mit als letztes. Das hier werden die allerletzten, die zusteigen. Geht sogar Leute verloren. Also wir brauchen auf jeden Fall auf dieser Linie noch ein paar mehr, die dort mitfahren können. Das hier ist, denke ich, schon... Ne, Moment, wir sollten es dann so machen. Bringt ja nichts, dass wir da unterschiedliche Fahrzeuge drauf haben. Tram Eschwege 1 oder 2? 2. Das ist die passende Linie. So, Fahrzeuge verwalten und dann... lohnen wir davon mal 2 dazu. Starten jetzt hier, beziehungsweise sind schon gestartet. Dann steigen wir doch mal in die erste zu. Fahren damit eine Runde durch Eschwege. Genießen die Aussicht und ja, ich kann das Ganze dann schon mal langsam abmoderieren. So, hier sind wir auch direkt dort, wo die meisten Leute warten. Jetzt ist hier 0, nichts voll und hier stehen immer noch so viele Leute. Ja, also, das war die heutige Folge. Ich glaube, sie ist etwas länger als die vorherigen. Na, es geht. 33 Minuten, das passt ja noch. Ja, aber es war, glaube ich, trotzdem sehr interessant. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird mit den Privat-PKWs hier. Es sind gefühlt schon mal wieder eine ganze Ecke weniger, auch wenn sie noch vereinzelt unterwegs sind. Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wie immer würde ich mich freuen, euch auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Und ja, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne einen Kommentar da und macht's gut. Bis bald, euer Krillo.